Und wenn ich keine Tabak-Reviews mehr in dem Sinne mache, in dem ich sie einst gemacht habe, hält mich das nicht davon ab, dennoch Pipe-related Content zu liefern und auch manchen Tabak-related Content, nachdem ich mich da eingehender informiert habe. Wie gesagt, Reviews nein, weil das könnte man mir und übrigens allen anderen auch als Tabakwerbung auslegen, was nicht unbedingt erlaubt ist. Aber in diesem Fall ist kein Review, es ist einfach nur, halbes Jahr ist um, ein aufgebraucht Video. Wir sehen uns also gleich in meiner Rauchlounge, wo ich die Dosen sammle und inzwischen Angst habe, wenn ein Gewitter kommt, denn da ist echt viel Metall zusammengekommen. Aber mal schauen, vielleicht habe ich irgendwann genug Schrauben, um die alle zu füllen. Und dann weiß ich natürlich auch genau, welche Schraube sich in welcher Tabakdose befindet. Na gut, wir sehen uns gleich in der Rauchlounge. Moin YouTube in diesem Fall und wie eben schon angedroht, haben wir ein aufgebraucht Video. Und ich sehe gerade, dass sich das Ringlight in meiner Brille widerspiegelt. Super und duper entspiegelt, aber das sieht kacke aus, deshalb lassen wir das mal ab. Ich kann euch jetzt nicht mehr sehen, aber den Preis bin ich bereit für euch zu zahlen. Nein, okay, pass auf. Ich will nicht allzu ausufernd werden. Es ist ein normales aufgebraucht Video und der lange Rede, kurzer Sinn, es ist einiges zusammengekommen im halben Jahr. Und was hat also den Weg in meine Pfeifen gefunden? Und übrigens Werbung in eigener Sache. Einige meiner Pfeifen stehen gerade bei eBay drin. Ich glaube zumindest, ich bin mir nicht sicher. Also jetzt, es ist gerade Anfang Juli. Ne? Also ich habe es jetzt rein, nicht, dass ihr glaubt, wenn ihr das im Jahr sieht. Ich packe den Link in die Beschreibung. Wenn sie wegkommen, kommen sie weg. Wenn nicht, dann halt nicht. So ein bisschen Platz wollte ich machen, deshalb, es ist wirklich ausgeufert in den letzten Jahren, was meine Pfeifensammlung betrifft. Und ich weiß, klar, man kann nie genug Pfeifen haben eigentlich, aber meine Güte, ich habe genug. Erstmal Geschenke, immer wieder gerne, aber ich kaufe mir erstmal selber keine mehr. Da müsste schon genau die Pfeife, und ihr wisst, welche ich meine, die von Winslow, von seinem Logo, sollte ich die irgendwo mal sehen, zu einem erschwinglichen Preis, dann würde ich mir die nochmal kaufen, ansonsten lasse ich mir gerne weitere Pfeifen schenken von meiner Frau zum Beispiel. Die schenkt mir unglaublich gerne Pfeifen und wirklich unglaublich schöne Pfeifen. Jetzt reicht's aber, Kronburg. Es geht um ein Aufgebraucht-Video. Vielleicht hast du das vergessen. Du bist ja auch schon nicht mehr der Jüngste, ja? Ich sag's dir. Der erste Tabak. Und daran kann ich mich noch genau erinnern, denn die letzten Reste habe ich gerade in meiner Savinelli-Pfeife. Der McBaron Classic Flake. Hier ist er. Vanille-Aromatisierung und muss ich nicht wieder haben, ne? War okay, lässt sich sehr gut rauchen, ist halt ein Flake, ne? Muss man flake-mäßig stopfen oder eben man reißt ihn auseinander. Wie ihr das bevorzugt, da gibt es keinen so, muss man Flake rauchen, ihr wisst, da bin ich überhaupt kein Fan von. Raucht ihn so, wie ihr euch am besten mundet, denn ich finde, da gibt es tatsächlich Unterschiede, ob ich die Knick- und Falltechnik anwende oder ob ich mir daraus einen Ready-Rub mache. Da gibt es tatsächlich geschmacklich Unterschiede und manchmal mag ich meinen Lieblingstabak, der kommt auch noch. Lieber Knick und Falt, manchmal mag ich ihn ready rubbed. Es ist einfach ganz unterschiedlich und lasst euch nie erzählen, man muss ihn so oder so rauchen. Nun gut, der nächste Tabak, der Solani Red. Da habe ich, glaube ich, das letzte Review zu gemacht, was ich online gestellt habe. Einer der wenigen, die ich gefunden habe, die diesen Namen tatsächlich also auch verdienen. Nun gut, weiter geht's mit dem Sunday's Best. Tatsächlich schon die zweite Dose davon. Ich glaube, beim letzten Aufgeraucht-Video war schon eine dabei. Ich mag den Tabak hin und wieder ganz gern. Das ist ein Wohlfühltabak für Nichtraucher und auch ich hin und wieder kann den ganz gut ab. Dann haben wir nochmal so eine große Dose vom letzten Jahr, die ich tatsächlich erst jetzt so aufgeraucht habe im letzten halben Jahr. Den Sommertabak von Pfeifenhuber. Ich glaube, dazu brauche ich nicht wirklich viel erzählen, denn erstens gibt es den nicht mehr, soweit ich mich erinnere. Es gibt eine neue Edition, klar, 2023. Und es ist eben der Sommertabak. Eine Special Edition, die man sich mal gönnen kann. Da braucht man auch nicht sagen, der findet seinen Weg nicht nochmal zu mir oder so, weil den gibt es einfach nicht mehr. Das sind eben diese Special Editions. Ich habe auch diesen Special Edition von Davidoff, wo es nur 5000 Dosen von gibt. Und da bin ich echt am Überlegen, ob ich den überhaupt mal aufmache oder ob ich ihn einfach so lasse, weil ich weiß es noch nicht. Sollte ich ihn aufmachen, dann werde ich euch daran definitiv teilhaben lassen, denn das, finde ich, ist etwas Besonderes. Der war auch nicht gerade billig, auch ein Geschenk von meiner Frau. Weiter geht's. Der Holly's Discovery
extraordinär. Ja, habt ihr gelesen. Ein sehr kräftiger Tabak. Aber wie gesagt, das wären keine Reviews jetzt. Keine Quick Reviews, aber ja, er war interessant. Und ob es eine Wiederholung davon gibt, ich habe mir davon noch keine weitere Dose bestellt. Auch da war ich am Aufräumen die letzten Monate von meiner Tabakbar. Meine Fresse. Ich musste tatsächlich noch einen Schrank dafür opfern und das war einfach, ne, wo ich dann gedacht habe, alter Kronburg, es reicht, ne? So, dann musste ich mich zur Ordnung rufen und mal lernen, Nein zu sagen, wie José María Escrivá das so schön in seinem Charakterblatt mehrmals erwähnt hat. Aber andere Geschichte. Gut, nächster, Grandpa's Blend, habe ich auch ein Review zugemacht. Ein äußerst angenehmer Tabak. Und zwar, allein der Name hat mich daran gereizt, gebe ich zu, wo ich den gesehen habe, dass der von vorn auf den Markt gebracht wird. Und deshalb habe ich mir auch gekauft. Und definitiv werde ich mir, sobald meine Tabakbar es zulässt, davon auch mal wieder welche holen. Es ist ein unglaublich gut schmeckender Tabak und vor allem aber auch für die umgebenden Nichtraucher ein wirklicher Genuss. Gut, nächster, der Angel's Share. Tabak-Review zu gemacht, kein Whisky-Tabak für mich, aber ein solider Aromat, was das betrifft, qualitativ sehr, sehr gut gewesen. Nächster Tabak, Torben Dansk Scottish Blend. Ich mag Scottish Blends. Der Unterschied dazu, habe ich mal irgendwo gelesen, soll sein, dass da ein wenig Latakia drin ist. Bei English Blends ist Latakia vorherrschend. Bei Scottish Blends ist er eine kleine Beimischung und genau das gefällt mir ab und zu. Manchmal mag ich auch, wenn so richtig dir in die Fresse haut mit Latakia, ne, das kann ich auch manchmal echt gut ab, aber meistens weiche ich darauf aus, wie zum Beispiel auch den Plum Cake von McBaron. Oh, nächster Tabak. Ich hoffe, ich habe die alle noch nicht geraucht. Der Bahiao, ein Aromat, der seinen Weg nicht unbedingt nochmal zu mir finden wird, aber er war qualitativ wirklich nicht schlecht. Homer Knutzen Nummer 2. Der Jubiläumstabak von Faun. Eine sehr, sehr solide Mischung, ein wunderbarer Aromat, wenn ich mich recht erinnere. Brauche ich nicht nochmal, denn ich habe davon genug andere zur Auswahl. Aber definitiv als Geschenk oder sowas ist jetzt kein Tabak, wo ich Bogen drum machen würde, sondern er ist wirklich solide und war auch angenehm zu rauchen. Über den Faun Virginia Flake brauche ich, glaube ich, nichts weiter sagen, denn es ist einer der besten Virginia Flakes, die ich je geraucht habe. Und ja, definitiv auch der wird seinen Weg öfter mal wieder zu mir finden. Der nächste Tabak, der University Flake. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Auch davon habe ich mich von einigen Dosen getrennt, denn ich hatte davon einige. Aber so viel rauche ich den nun auch wieder nicht. Aber hin und wieder habe ich den in der Pfeife und ich habe davon auch noch ein wenig da. Dann natürlich mein geliebter Orlik Golden Slice, von dem ich einige Dosen verraucht habe. Dann Virginia Golden Flake, der angepriesen wurde als auch guter und solider Virginia. Ist er auch, schmeckt er auch gut. Definitiv auch ein Virginia-Tabak, den man empfehlen kann, wenn jemand sowas einfach ausprobieren möchte. Ich weiß gar nicht, ob es den auch in 50 Gramm gibt, 100 Gramm. Ich finde es immer, sollte es den nicht in 50 Gramm geben, finde ich es halt immer schade. Finde ich sowieso schade, dass die wenigsten Anbieter, da möchte ich nochmal Tabak aus Kiel erwähnen, denn der macht das absolut richtig. Man kann von seinen Tabaken 20 Gramm kaufen, glaube ich. Die sind halt abgepackt mit Steuerbanderole und pipapo, musst du eben kaufen. Nicht so wie bei Darnpipe früher, wo man Proben mitbestellen konnte. Es ist aber erheblich besser, wenn ich ein paar Euros für 20 Gramm ausgebe, was eine solide Grammzahl ist, um einen Tabak ausgiebig zu testen, als wenn ich mir eben eine 100 Gramm Dose kaufe und nachher sage, das ist ja mein Gehalt und immer, oh, bläh. Ne? Aber gut, vielleicht kommt Darnpipe und Pfeifenhuber mal auf die Idee, das nachzumachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist, wenn Tabak aus Kiel das schafft. Bitte, das meine ich jetzt überhaupt gar nicht abwertend, sondern ne, das ist wirklich top. Ich bestelle gerne mit Tabak aus Kiel. Gut, und die letzten in diesem Segment sind einige Dosen von Standard Mixture, Peterson, den ich wirklich gerne rauche, und den Dichter im Tabak, der Shakespeare. Ein extrem guter Virginia-Tabak aus der Robert McConnell Heritage Edition, die ja ursprünglich als Ersatz für die von Davidoff nicht mehr produzierten Tabake war, die denn glücklicherweise eine neue Heimat gefunden hatten bei Peterson oder haben, nicht nur hatten, wie eben zum Beispiel die Standard Mixture oder University Flake.
Und meine über alles geliebten Navy Rolls. Komischerweise habe ich davon keine Dose hier, aber davon habe ich auch einige aufgehaucht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Naja, vielleicht konnte sie jemand gebrauchen. Ne? Aber wie gesagt, der definitiv auch eine Top-Empfehlung, wenn man Virginia-Tabak mag. Nun gut, im Grunde genommen war es das schon. Es war, wie gesagt, einfach nur ein aufgeraucht Video. Und wie erwähnt, gibt es von mir eben so keine Reviews mehr, sondern in dem Fall halt mal ein aufgebrauchtes Video und dergleichen. Ne? So kleine Einblicke, die man einem nicht als Werbung auslegen könnte, gestatte ich da weiterhin. Da bin ich einfach extrem vorsichtig. Ich habe das einmal hinter mir vor etlichen Jahren. Ihr wisst, ich habe ja schon seit 2011 meinen YouTube-Kanal und ich habe kurz danach angefangen, mit Pfeifenvideos zu machen. Übrigens als Inspiration durch Dieter Niermann und damals Rally Grufti. Dieter Niermann ist übrigens auch, und das finde ich ganz, ganz gemein vom YouTube-Algorithmus, das wurde mir nicht gesagt, obwohl ich ein Abonnent von ihm bin, seit 5 Monaten wieder dabei, macht wunderbare Videos. Ich mag den Typ, wenn ich jetzt einfach mal so sagen darf, wirklich, wirklich gern. Es ist für mich einer der entspanntesten Pfeifenraucher, die es gibt. Ich meine, kaum eine Genussart sagt so sehr, wir sind entspannt wie Pfeifenrauchen, aber in dem Fall wirklich, wirklich, wirklich schön, dass Dieter Niermann wieder dabei ist, denn ich genieße seine Videos nach wie vor und freue mich auf jedes neue Video von ihm. Ich kann den, falls ihr nicht schon Abonnent seid, wirklich nur ans Herz legen. Ein wirklich entspannter Typ aus Bielefeld, obwohl es die Stadt nicht gibt, wir wissen das, aber er wohnt da. Wahrscheinlich Teil der Verschwörung, aber damit muss man klarkommen. Okay, guck, siehst du, Viertelstunde, ich werde das gucken, dass ich das kürze. Gut, ich glaube, soweit habe ich jetzt alles geklärt. Meine Tabakdosensammlung stapelt sich hier langsam im Regal. Das besteht gleich bald nur noch aus Tabakdosen. Wie gesagt, beim letzten Gewitter ist auch der Strom ausgefallen. Ich glaube, ich war da schuld mit dran, weil es ist wirklich eine Menge Metall, die da steht. Aber so ist das halt. Ne? Ich meine, wir sind hier im Hildesheimer Raum und ganz südlich im Hildesheimer Raum und da war es wirklich heftig. Aber wir hatten Glück. Außerdem steht unser Haus recht weit oben in diesem Dorf, sodass aber glücklicherweise auch hier nirgendwo Keller vollgelaufen ist, obwohl es wirklich geregnet hat. Den ganzen Tag durch, wie in der Gießkanne, also richtig gut. Ich mag sowas, aber... Und jetzt sind wir bei fast 20 Minuten. Der Gronburg, ne? Wenn er ins Reden kommt. Okay, ich bedanke mich bei euch übrigens. Ich bedanke mich bei euch auch, die geblieben sind. Danke für die Treue. Ich freue mich aber über jeden, der noch geblieben ist und... Hallo an alle Neuen, trotzdem ist es ja tatsächlich auch wieder eine Kurve nach oben gegangen, nachdem er erst nach unten gegangen ist. Also hallo an alle Neuen, schön, dass ihr da seid. So, jetzt reicht's aber, 25 Minuten, meine Fresse. Ne, ich so viel wie mit euch rede ich sonst die ganze Woche nicht. Ne, ich bin eher so der schweigsame Typ. Okay, jetzt reicht's. Also, schön, dass ihr dabei wart. Geht raus, wenn ihr könnt, habt Spaß, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Ciao.